Hallo und herzlich willkommen zurück, hier zu Pokémon Schild. Wir haben unsere Pokémons alle auf Level 80 gebracht. Alle. Level 81, zweites Stück. Und auch das Moveset von denen geändert. Da wir das getan haben, was wir getan haben, im Stream, widmen uns jetzt nun dem Champ Cup. Viel Spaß mit den Highlights und mit sonstigem. Ach ja, und lasst doch einfach mal ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefällt, das Video. Und schaut einfach mal auf Twitch vorbei. Ich schätze, der Champ wird seine Siegesserie weiter fortsetzen. Du Opfer. Du hast keinen Plan, wer ich bin. Das Info, die Dekal bewegt, zwar ziemlich ausgeglichen, aber ich glaube nicht, dass er das Zeug hat, dazu hat, Geld zu gewinnen. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin Level 80, also so oder so schaffe ich es. Hey, yo, der Empfang ist gleich hier. Ich war der erste Challenger, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nicht nur der allererste, sondern auch der allerbeste, habe ich recht? Yo! Der ist so lost. Du bist Challenger Dedicat, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden in deinem Besitz sind. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Bettis wurde letzten Endes disqualifiziert. Aber irgendwas habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Obviously not. Wie auch immer, komm Dedicat, lass uns in den Wartebereich gehen. An alle Trainer, die Arena Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Dann, let's go. Das ist so geil. Ich weiß nicht, was passiert. Hey. Ach, Digga. Mary. Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Aha, so geht's also. Die sagt, ey Mann, wieso? Ich bin so dumm. Ich wusste, dass du Vorteile erreichen würdest, aber es gibt viele, worüber ich kämpfe, weißt du? Mein Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimstadt, das Spikeward, um ihr zu Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mit dem Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich aber hart, blablabla, ich töte sie einfach. Okay, chill mal. What the fuck? Was ist mit der? Übertreibt komplett. Mary. Cleoparda. So ein Scheiß-Pokémon. Ich werde dich ohne Gnade kämpfen und der neue Champ werden. Ich bin... Der Levelunterschied, ich lieb das. Talangriff. Ah. Sehr effektiv. Ciao. Oh man. Pokémons, uff. Ja. Ach, Überschallknall. So eine geile Attacke von Reflex. Ah, ja. So. Meine Fans stehen mir bei. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ach, ich hasse das. Was? Ach man. Top Genesung. Leck mich am Arsch. Tschüss. Sehr effektiv. Ach nee. Hahaha. Ist dort gerade das Balduin, also das, dieser Typ mit dem Pokéball im Hintergrund, ist er gerade runtergefallen auf dem Monitor? Krass. Verloren. Aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch zu so einem tollen Team macht. Trainieren, trainieren und trainieren, weißt du. Einfach overlevelt sein.
Alle Blicke im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Wurden sonst. Zu hören, wie das Publikum mein Team und mir zu übel war, einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich mich selbst zum Zuschauer. Jetzt werde ich zum Selbstverbrauch. Der Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Scheim kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anderes, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit für das Feld zu räumen. Bis dann. Endlich steht das entscheidende Match des Vorturniers bevor. Wer hätte gedacht, dass gerade bei die beiden Trainer, die eine Empfehlung von Champ haben, hier gegeneinander antreten würden. Bitte gib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ja, ja. Haha, hey. Hopp. Du Opfer. Schaut ihn euch an, Digga. What the fuck, bro. Ich musste gerade den Beginn unserer Reise in Furlongham zurückdenken. Delio hat uns beide gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. So, Zwolok tot. Und tot. Das wird einfach zerquetscht, ein Relaxo. Imagine. Ich wusste, dass du auf effektive Treffer aus bist. Was denn sonst? What the fuck? Solange ich als erstes angreifen darf, ist mir alles recht. Er hat einfach selber ein Flugtaxi und jetzt ist er einfach tot. Was willst du tun? Überschritten halt passt. Und einfach aus dem Prinzip. Einfach aus dem Scheißprinzip gehe ich nicht Dynamax. Ich und die Klemme? Nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand werde ich nicht zulassen. Lass alle die Wünsche raus, die das Dynamo-Mundstern stecken. Zeit für Dynamax! Okay. Weird Champ. Was denn mit dem? Ah Leute, sorry übrigens, dass die Facecam die ganze Zeit gelaggt hat, aber ist egal. Ah, wir haben gewonnen. ja. Professionell. Natürlich. Ha! Was mit dem? Geht ihr jetzt Super Saiyan? Vielen Dank, Delikab. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Imagine. Damit das Fortuny beendet. Alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Also ich würde mich immer noch gerne interessieren, wer der vierte Arena-Challenge war, den Hobbs so schnell besiegt hat. Was war das für eine Lusche? Aber nur der allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Delikab. Ah, das war der Kommentator, der das gesagt hat, okay. Ich weiß, Sane meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Hirodesh. Du hingegen, ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Delikab, mein Glückwunsch an dich, Libero und dein ganzes Team. Danke dir, Hopp. Delikab, was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste eigentlich gesagt gar nicht, was mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastisches Team zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich ein wahrer Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder Hetz. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber mein Pokémon und ich werden mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst. Delikab. Genau, Delikab, jetzt geht's richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du dir aber noch Energie tanken, Hopp. Komm, lass uns etwas essen gehen. Können wir gern machen. Aber wer, du wählst irgendwie x-beliebige Schuppen aus. Ich will das Ordentliche zu essen haben, okay? Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Zwangen sie noch? Schwer zu sagen. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen die ganzen unverschämten Fragen? Delikab, bist total gor... Was? Außerdem sind wir mit deinem Bruder Delio verabredet, also lassen sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen eurer Star bekommt. Ein neues... Blablabla. Viel Erfolg noch.
Was mit denen? Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Einige Stunden später. Wo steckt Dino bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mir noch nie hängen lassen und hält sich immer an jeden Versprechen. Champ ist da auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch kein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wäre sie dir nützlicher gewesen. Hä? Erzähl mir was Neues. Ich mache wirklich Sorgen um Dino, klar? Außerdem muss ich mir vor jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemanden ernst nehmen können? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso denn das? Zum Rose Tower? Keine Ahnung warum, ich habe ihn zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll auch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower ausgerechnet jetzt, was ist er, was will er bloß da? Sag mal, Les, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Delikat und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie du da hinkommst. Du bist genau wie mein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr eigentlich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Der Start. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Starten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Bitte Grüße, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird reingeklotzt. Und so war so richtig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Dedekalpe. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Dedekalpe, Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande. Aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Befugnis der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Und um ihn die Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen ablagen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr kennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin der Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Dedekalpe. Perfekt, die Suche, die ging vor dem Stadion ab. Okay, wie sieht es jetzt aus? Gehen wir erstmal zum Bahnhofsplatz. Super, solange wir damit helfen, schaffen wir es mit links, den Rosa zu erreichen. Digga, was für eine Suche, jetzt wollte ich mich verarschen. Hätte die Kalpe. Der Typ, der ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, ihm um aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um. Was? Mist, ich habe mich umgedreht, jetzt bin ich auch noch umgezingelt. Na schön, dann werde ich eben gekämpft. Du Opfer! Mauzinger, Digga. Was glaubt er, wer ist? Wir freuen dich an. Oh, cringe. Seid ihr dumm? Ach, ihr seid die Besten. Uff. Das ist sehr effektiv, oder? Nein, es ist nicht. Doch. Ach, wie lust. Hättest du mich so fies ausgetrickst, hätte ich mal niemals umgedreht. Verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos. Das kann man doch, da kann man doch nur wegrennen. Ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkste. Ich habe keine Lust, meine Standpauke von einem Olivian zu enden. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz klar über die Monorail hüpfe.
Bringt Top her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit der Dieb uns nicht erwischt. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, DKP. Es muss gefeiert werden, am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sie simple Lieder und mehr nicht. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wird es gelingen, eure Freude und Glück zu bringen. Doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Hey, ist das nicht nett? Gibt hier etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert? Egal, komm, lass uns näher rangehen. Ness, wir haben den Schlüssel, jetzt können wir mit dem Monorail zum Rose Tower fahren. Egal, wir hoppen, na los, macht schon, das ist doch eine Chance, macht das draus.